Hallo, wir haben eine Gerade gegeben und einen Punkt und möchten wissen, ob dieser Punkt auf der Geraden liegt. Die Gerade G mit einem etwas komisch gezeichneten G hier hat also die folgende Form. Wenn man das jetzt ganz genau nehmen müsste oder sagen wollte, dann müsste man sagen, die Gerade besteht aus allen Endpunkten der Ortsvektoren der Form. Und so sagt man das meistens nicht, sondern man sagt einfach, nicht ganz exakt, aber einfacher auszusprechen, besteht aus allen Vektoren x, die die Form haben, Vektor 2, 4, minus 1 plus Lambda mal Vektor minus 2, minus 3, minus 4. Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com. Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus. Auf www.sofatutor.com